Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ja, im letzten Part haben wir die Diamantaugen bekommen und mir wurde gesagt, dass ich hier nicht mehr viel machen kann, aber ich würde noch mal ganz kurz nach Alelachenmann zurückkehren. Einfach nur, um noch mal mit Hector zu sprechen. Oh, Entschuldigung. Da meine Kopfhörer kaputt sind, werde ich gerade nichts hören. Allerdings will ich auch nicht ohne Kopfhörer spielen. Neue sind schon unterwegs, von daher muss ich nur warten. Ich höre auf beiden nichts mehr. Seit gestern Abend, ganz plötzlich. Vorher war da alles in Ordnung und ganz plötzlich. Ja, okay, die Kopfhörer sind jetzt auch schon keine Ahnung wie alt. Ja gut, schon über ein Jahr. 1,5 Jahre oder so haben die jetzt gehalten. Von daher beschwere ich mich einfach mal nicht. Schließlich haben die lang genug gehalten. 2 Jahre sind, 1,5 Jahre sind schon echt viel für Kopfhörer. Von daher passt das schon. Oder gut ein Jahr. Müsste ein Jahr jetzt gewesen sein. Und deswegen bin ich da ganz froh. Oder habe ich die schon seit 2 Jahren? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube 2 Jahren. Ich glaube, die haben sogar schon ein Festival überlebt. Von daher kann ich nicht meckern. Ja, gut. Wir haben noch genug Zauberperlen, oder? Schauen wir mal. Ja, da brauchen wir also nicht gucken. So. Ich habe ja da ein bisschen im Internet gespickelt, wie man da, was man da machen muss, um die zu bekommen. Und da standen ja ganz kontroverse Dinge. Hallo? Oh, der redet gleich mit uns. Man erzählt sich, dass du Erwin bezwungen hast. Schade, dass es so enden musste. Ja, wirklich schade. Erwin schien sehr verzweifelt. Er hätte eine Therapie nötig. Was? Warum gehen wir jetzt raus? Hä? Ja, es ist jetzt alles. Toll, kann ich mich da nicht umgucken? Ist halt scheiße. Oh, ich habe gerade Terranigma aufgenommen. Deswegen kommt die andere Steuerung wieder dran. Wie jedes Mal, wenn ich Terranigma aufgenommen habe, ne? So, aber hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Hallo, ich bin Porzelius, der Hausmeister. Ich schmeiße den Laden hier. Ja, cool. Cool. Aber ich glaube, hier ist dann sonst nichts Neues mehr. Kein Schritt weiter. Ich hoffe, du bist sauber. Ich hasse Schmutz. Die Wasser gefunden. Yay. Was denn? Hoppala. Da ist scheinbar nichts. Doch. Ich habe genug Wasser. Strobi, wir haben genug Wasser. Komm mit. So. Ja. So, dann kehren wir mal zu Gallensteins Labor zurück. Das sollen wir uns ja auch noch mal kurz umsehen. Von daher, auf geht's. Da habt ihr die Turteltäubchen da oben gesehen. Warum geht der immer oben rum, wenn unten kürzer wäre? Egal. Egal. Komischer Kerl. So, auf geht's mit unserer Lanze. Und los geht's. Oh nein, ich wollte mich doch da noch umgucken. Was dieser. Das ist das Kolosseum, oder? Okay, dann doch nicht. So. Da sind wir auch schon in Terrorfels. So. Hoppala. Chaosturm ist ja nicht mehr wirklich vorhanden. Guten Morgen. Wir sind zurück und wir haben alles. Ging ja schneller als erwartet. So, guten Tag. Hoppala. Oh nein, wir gehen schon hoch. Ich wollte mich doch noch umsehen vorher. Das ist jetzt doof. Hallo Michi, hast du die fehlenden Teile besorgt? Na klar, Ventil weggegeben. Wagenrad weggegeben. Diamantenaugen weggegeben. Sehr gut, das hast du gut gemacht. So, dann wollen wir mal. Wenn ich etwas falsch mache, macht es Puff. Also, ich drücke mal hier drauf, bewege diesen Hebel und nun drehe ich an diesem Ding. Oh, Puff. Na, sowas scheint zu gehen. Und es macht gleich Puff. Ich will mich noch umgucken, Mann. Das ist es, Michi. Du begibst dich dorthin, wo noch nie ein Mensch zuvor war. Sorry, aber ich war dort schon einmal. Oh. Nun, du bist noch nie aus einem Turm gestoßen worden, ohne zu wissen, was abgeht. Das stimmt. Okay, los geht's. Oh nein, Moment, ich wollte mich doch noch umgucken.
Mann! Moment. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott, jetzt geht's los. 0. Oh Gott. Ups. Oh oh. Hat ziemlich laut Puff gemacht, scheinbar. Ich hab's nicht gehört, weil, wie gesagt, meine Kopfhörer sind kaputt. Ich höre nix. Oh oh. Hallo? Oh oh. So, nochmal. Hoffentlich geht's jetzt. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Das dauert eindeutig zu lange. Eindeutig viel zu lange. Nochmal Puff. Irgendwie mag das Spiel das gerade nicht. Die Framezahl bewegt sich. Oh mein Gott. Aber sonst passiert nichts. Hör ich denn was? Moment. Nee, man hört nichts. Okay. Das ist aber nicht gut. Und jetzt will er auch nicht mehr rückspulen. Nee, ich muss nochmal neu starten. Augenblick. Moment, einfach. Ich kann doch einfach auf. So. Jetzt tut sich was. Uah. Aua. Verdammt. Nein, geht weg. Geht weg, geht weg. Moment, ich muss kurz leise machen. So. Oh, die stehen alle im Weg. So. Rein mit uns. Diesmal lief er unten rum. Toll. Komischer Kerl. So, jetzt brauche ich aber auch nicht mehr alle Lachen mal irgendwie halt zu machen. Das Spiel ist echt komisch. Ich sollte vielleicht vorher einen Safe Stage setzen. Wie mache ich das nochmal? Papier. Ja, nein, das ist der falsche. Ups. Ups. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe es kaputt gemacht. Okay, bis gleich. So, jetzt musste ich nochmal neu starten. Ich habe jetzt aber nochmal nach den Keys geguckt. Sicherheitshalber. Oh, geht weg. Geht alle weg. Ja, da muss ich halt jetzt nochmal. Egal, ich habe jetzt geguckt, wie ich da quasi einen Safe State kurz setzen kann und habe auch schon den richtigen Safe State ausgewählt, um halt schnell was zu speichern und so. Wir können ja speichern, wenn wir in Chaos-Turm landen. In Terrorfels. So, müssen wir mal gucken. So, da ging es nicht lang. Gibt es eigentlich noch viel mehr zu entdecken? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Oh, zu meinem Kreis geflogen. Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Das ist der Tempel. Da ist das Schachfeld. Wir können ja mal über hier Gotika fliegen. Da ist scheinbar ein See und ein Fluss. Und eine Ruine? Keine Ahnung. Ach genau, hier ist Chaos-Turm scheinbar. Leer. Und da ist Terrorfels. Genau. So sieht's aus. Ah. Schön, wenn man sich da ein bisschen zurechtfindet. So, jetzt können wir aber hier landen. Und gleich mal einen Safe State setzen. So. Ha. Jetzt hat's geklappt. Puh. Ah, immer doof, wenn man die Steuerung ein bisschen vergisst. So. Hoppala. Schon wieder falscher Knopf. Da ist scheinbar noch nichts, was wir jetzt untersuchen können.
So, hallo? Da können wir wirklich nicht einfach los. Ups. Warum geht er jetzt unten rum? What the fuck? What was wrong with you? Ja, das haben wir ja schon alles bla 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 geredet. So, gucken wir mal, ob es diesmal klappt. Sehr gut, bla bla. Jetzt schraubt er wieder alles zusammen und hat Angst, dass er wieder Puff macht. Das macht aber nicht Puff. So, das ist die Kapsel, mit der wir ja da durch die Gegend durchfliegen. So, ja, da war er schon. Du Arschkeks. Ja, das kennen wir schon. Dankeschön. Hoffentlich klappt es jetzt. Bitte, bitte, lass es klappen. Funktioniert, bitte. Oh, wir können ja den Countdown fortbewegen. Cool. Wusste ich gar nicht. Oh Gott. Und es explodiert und explodiert und wir fliegen hoch. Und es hat geklappt. Oh Gott sei Dank, diesmal hat es geklappt. Oh, wir werden reintransportiert. Und jetzt? Ein strahlendes Licht. Hallo? What the fuck? Hey, ein tolles Schiff. Gallenstein hat gute Arbeit geleistet. Struppi, was ist passiert? Du bist so metallisch. Du erinnerst mich an Angriff der Riesentoaster. Naja, wenigstens kann man dich als Brotwärmer gebrauchen, wenn schon nicht als Wachhund. Boah, sei nicht so fies. Hey Struppi, das war nicht so gemeint. Wir sollten jetzt nach Professor Seltsam suchen. Struppi, bist du jetzt eingeschnappt? Kannst du denn... Oh, der kann auch noch schnüffeln. Oh Gott. What the fuck? Alter, ist das krass. Hier war mal eine Plattform scheinbar. Ups. Aber ich werde mir das nie merken, dass ich A drücken muss. Ey, geh weg. Da ist nichts, oder? Nö. So, hier auch nicht. What the fuck? Was ist mit Struppi los? Boah, der Struppi geht ja voll ab. What the fuck? Was sind das für Tentakel? Boah, ist das genial. Ich feier Struppi gerade so ein bisschen. Alter. Struppi, übertreib. Das ist echt heftig, wie Struppi abgeht. Sohn, ich bin Eda 8, die Wächtereinheit des Metalllagers. Wächtereinheit Toku 7 ist nicht zum Dienst erschienen. Ich habe die Nachricht erhalten, dass er im Forschungslabor festgehalten wird. Ich darf hier jedoch nicht weg, um ihm zu helfen. Wenn du dort bist, probiere alle Wandschalter aus. Okay. Okay, die sind scheinbar hier gut. Mich erreicht Level 33. Jo, geil. Verdammt, ey, ich kann mir das nie merken mit den Steuerungen hier, Dinger. Und was sind das für komische Tentakel, die uns hier angreifen? Irgendwelche Außerirdische oder was? So. Und wo kommen wir jetzt entlang? Wo kommen wir weiter? Ah, doch hier. Oh, Struppi! Okay, hier scheinbar. Upsala. Ich hab's ange... Oh, verdammt, das war ja gar nicht da. Oh Mann, Attacke umsonst eingesetzt. Okay. Komm her, Struppi. Nein! Egal, wir gehen mal hier hoch. Wir werden nach oben gebeamt. Hallo? Was bist denn du? Du siehst ja widerlich aus. Komm, ich mach dich kaputt. Komm, ich mach dich kaputt. Struppi, aus. Bah, du bist so overpowered, Struppi. Das ist voll gemein. Ey, sowas haben wir doch auch schon gesehen. Struppi, da mach mal. Verdammt, schon wieder. Ich werd's wohl nicht mehr lernen. Nee, nee. Okay. Nochmal so eine Maschine. Struppi macht halt voll fett kaputt. Ah,
Alles klar. Der Wandschalter. Wo sind denn Wandschalter hier? Wo kann man hier den Wandschalter probieren? Da. Ups, das war nicht gut. Okay. Probieren wir einfach mal alle. Auch wenn wir Gegner rauslassen. Wir haben ja Struppi an unserer Seite. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Wow, der frisst voll viel. Heftig. Das sind so Metalldinger, ne? Mal sehen. Oh. Die machen auch viel Schaden. Krafttauch auf Michi. Sehr gut. Ja, Moment, ich muss mich erstmal heilen hier. Das ist genug Nektar, okay. Da. Danke für die Befreiung. Bitte nimm das hier an dich. Was denn? Laserschwert! Jetzt geht's ab. Ich kehre zurück auf meinen Posten. Bin schon spät dran. Okay. Gut, und jetzt? Ah, jetzt können wir uns bewegen. Das Laserschwert haben wir auch schon gleich ausgerüstet. Was denn, Struppi? Da, Eisenerz gefunden. Ich werde es nicht mehr lernen. Das ist auch was? Zwei Kristalle gefunden. Sehr gut. So, da können wir weiter. Wir haben ja das Laserschwert dafür bekommen, also haben wir schon unsere Belohnung erhalten. Wow! Da ist scheinbar was, aber scheinbar eher weiter hinten. Hoppala. Scheinbar kann man das aber nicht aktivieren. Oh, da kann man durch. Wo ist denn da was dann? Hier. Was denn, Struppi? Ich sehe nichts. Ich finde nichts. Okay, keine Ahnung. Können wir die denn mit Magie angreifen? Nö. Das hier auch nicht? Okay, komisch. Können wir denn hier überhaupt was machen? So, keine Ahnung, was wir machen können. Da geht's scheinbar aber nochmal durch. Ja, was denn, Struppi? Hier ist doch gar nichts. Ach so, hier kommen, so kommen wir runter. Anscheinend müssen wir hier unten noch was erledigen. Nee, ich werde es nicht mehr lernen. Das ist wie schon wieder da, aber das lassen wir jetzt mal drin. Sicher ist sicher. Da oben ist nichts mehr. Können wir hier irgendwas machen? Scheinbar nicht. Hier auch nicht. Dann gehen wir mal zurück zu dem einen Kerlchen. So, zur Wächtereinheit da unten. Tsching! Hoppala. Nein, da wollte ich jetzt nicht lang. Bäm, okay. Alles seltsam hier. Alles seltsam. Hier geht's auch nicht weiter. Oh, 94 ausgemacht, immerhin. So, wir müssen damit ganz viele Gegner besiegen. Von daher, Struppi, lass mich mal machen, danke. Du kannst den hier besiegen. So, ich kann den hier besiegen. Immerhin. Au! Boah, Kacke.
So, Moment, wir wollten ja zur Wächtereinheit. Nicht, dass wir jetzt überziehen ohne Ende. So, da bist du. Wenn nicht, Roboter, bist du sehr tapfer. Ich danke dir, junge Menscheneinheit, mit der Zauberspiegelformel. Dazu brauchst du 2 Stück Schmierfett und etwas Eisenerz. Hoffentlich handelst du nicht genauso unlogisch wie andere Menscheinheiten. Zauberspiegel reflektiert Zaubersprüche. Das wäre ja ganz praktisch. Aber was können wir dagegen tauschen? Schauen wir mal. Eigentlich den hier. Den mag ich jetzt eh nicht so oft ein. So. Dankeschön. Möchtest du eine Formel auswählen? Nein, danke. Ich würde aber sagen, ich mache an dieser Stelle jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.